Was geht ab? Ist euer Boy Lordy Lord. Heute hier in Berlin hinter mir den Brandenburger Tor. Heute kochen wir. Das Beste ist, jedes Mal flex, flex, flex. Und dann ein geiles Gericht. You know the vibe. Let's go. Boy, Lordy Lord, ich bin heute wieder mal am Kochen, flexen, ihr kennt den Style. Und was gibt es heute von mir persönlich für euch? Eines meiner Lieblingsgerichte. Aber ich habe einen Gast. Heute koche ich nicht alleine. Mein Gast heißt vor, guck mal, ja. Heftig, Digga. Einfach so. Ja, ich heiße Blessing. Ich bin aus Nigeria. Alter ist egal. Aber ich bin aus Nigeria. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Und mein Jollof ist. Geh nach Ghana. Smoky Jollof. Ich nenne das Smoky Jollof. Ich bin sehr enttäuscht, dass du so eine Erfahrung machen musstest. Wir werden also heute dafür sorgen, dass unser Reis definitiv nicht anbrennt. Ich brauche Gewürze. Okay, stehst du auch auf Fleisch? Hör nur Spaß. Also warte mal ganz kurz. Was? Ich guck nur zu, ne? Naja, also das Ding ist, du guckst ein bisschen zu und ab und an musst du auch dich auch mal selber ein bisschen bewegen, aber nicht allzu viel. Nee, weil ich will mein Nigerian Magic gar nicht reinbringen, weil dann ist es ja nicht mehr Ghana Jollof. Nein, und das Ding ist, ich möchte das Essen auch nicht verbessern jetzt, weiß ich mal. Okay, guck mal. Sag mir dein Ghana Jollof. Wie kommt das aus Ghana? Super, guck mal. Das erste, was ich erstmal mache, ist schöne Tomaten hier rein und wir lassen das Ganze jetzt ganz entspannt köcheln. Chicken Wings, ich liebe Chicken Wings. Checkst du Chicken Wings, ne? Hier haben wir einmal Curry. Okay. Kannst du einmal komplett einmal so nach Gefühl, so wie du es empfindest, einmal hier, bitte. Okay, ich gehe meine Hände waschen. Ich wusste ja nicht, dass ich mitkochen soll. Geh meine Hände waschen. Die Hände waschen. Aber findest du mir gefallen, ne? Ja. Ich feiere deine Haare, aber vielleicht kannst du dabei was basteln, okay? Ja, ich komm. Du hast echt Haare auf den Zungen, die Frau, ey. Die will Jollof Rice. Das muss würzig sein. Dann erzählt sie mir auch irgendwelche Geschichten, dass sie überall essen war und es hat nicht geschmeckt. Druck ist da. Oha! Oder? Nice. Ich bin bedeckt. Ich hab Verstärkung geholt. U-Bahn auch geboren. Ich hab Verstärkung geholt. Du hast Verstärkung geholt? Was ist das? Apfelschorle oder? Also bitte. Also bitte, ne? Also bitte. Hältst du dich da streue? Schön machst du das. Wie Lori kocht. Eine Sekunde. Schön knackig. Knoblauch und Chili. Wie ihr seht, sparen wir daran jetzt ja nicht unbedingt. Ingwer. Lauchzwiebeln. Sonnenblumenöl. Und einen Spritzer Limette. Einfach nur für die Säure. Was hast du gesagt? In Ghana hattest du irgendwie nicht so die Gewürze, ne? Jetzt werden wir einmal unsere Marinade rüber streuen. Wir lassen das Ganze jetzt ein wenig einziehen. Ich würde euch empfehlen, dass ihr das Ganze stehen lässt. Das ist ja so circa 15 Minuten. Das werden wir jetzt auch tun. Und dann zieht das Ganze schön ins Fleisch rein. Und dann haben wir nachher dann auch einen guten Geschmack. Hoffentlich. Ja,
also die überrascht mich, ne? Nein, ganz wichtig, erst einmal die Pfanne an. Super. Schau mal her, komm mal, guck mal. So sieht's aus, wenn sich Zwiebeln und Tomaten unterhalten. Also ich helfe dir gerne minimal. Minimal? Ich bin eine gute Freundin. Oh. Hast du Bock, das reinzuhauen? Dann hau rein. Das soll auch schön knackig sein, das Ganze. Mhm. Auch sehr lecker. Ich finde das einfach sehr entscheidend bei vielen Gerichten, einfach wo es den Unterschied ausmacht. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber so, ich meine, du musst es jetzt nicht genau erzählen, weil ich weiß, du bist aus Nigeria und so. Und ich war ja selber noch nie in Nigeria, ich würde sehr gerne irgendwann mal dorthin. Mhm. Aber wie ist das dann so mit der Sicherheit? Also wie kann man sich so in Ghana bewegen? Also du fragst die richtigen Fragen, ne? Ich meinte ja, für Nation, ich gehe um 4 Uhr morgens nach Hause. In Nigeria, ich gehe nach Hause und ich guck so. Ich guck so. Warum aber? Was hab ich gemacht? Nigeria. Weißt du, I'm Robber. Warte mal, I'm Robber auf Deutsch. Ist Dieb, oder? Dieb. Haben wir hier eine weitere Gemeinsamkeit gefunden. Der Druck ist da, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß ja nicht, wie du das Ganze siehst, aber es duftet irgendwie. Ich habe schon gesagt, es riecht gut, ist okay, ich brauche es nicht zweimal sagen. Aber mein Ding ist ja der Reis, ne? Ja, was denn damit? Ja, du weißt, der Reis, du darf nicht smoky sein. Okay. Und das Ganze geht jetzt genau wohin? In den Backofen. Okay? Flavor. Ich habe das Gefühl, dass wir hier das irgendwie noch irgendwie verwenden können. Ah-ah. Jollof-Reiso. Jollof. Du hast gesagt Flavor. Flavor. Okay? Ernsthaft? Ich bin so gespannt. Komm on. Crip it. Schön. Also ich bin echt glücklich da gewesen zu sein. Und es wird nicht mein letztes Mal sein. Das höre ich doch gerne. Ja. Ich muss auch echt sagen, wir haben so diese Gelassenheit irgendwo auf der Ehrlich, Ort, ne? Die ist echt da. Mein Gym ist so. Wichtig bei der ganzen Geschichte jetzt hier bei dem Jollof Rice ist, dass wir immer wieder darauf achten, dass wir umrühren. Also nie länger als 5 Minuten warten lassen. Immer wieder umrühren, okay? Also ihr könnt es, wenn ihr es zu Hause ausprobiert, auf eine sehr niedrige Flamme stellen, okay? Jetzt können wir nur noch warten. Was? Gewürze? Sind schon drin? Achso. Hast du reingekommen, als ich meinen Wine Break gemacht habe? Heute ist es ja besonders wichtig, dass es hier nicht anbrennt. Also ist das gut, ne? Sieht saftig aus. Ist ja erst der Anfang. Ich glaube, hier muss noch einiges passieren. Aber es riecht gut. Ja, aber das Ganze muss mit viel Geduld und Liebe zubereitet werden. Und davon verstehen wir Ghanaren sehr, sehr viel. Okay, was sagt unser Checker auf dem Handy? Ja, aber was meintest du? Ich meinte 20 Minuten, denke ich. 25? Wann hab ich geguckt? Guck mal, wenn das nachher ne, trocken schmeckt, ne? Dann geh mal, lass mal checken. Dann geht es auf deine Kappe. Saftig aus, ja? Gefällt mir. Was sagst du dazu? Gesagt, saftig. Sieht echt saftig aus. Also. Ja? Oh!
Jetzt könnte man sich ja fragen, mhm, warum benutzt er jetzt irgendwie das Hinterteil? Ich wollte ja nichts sagen, ne? Aber du weißt schon, was du machst. Ich hoffe es. Nein, also aus folgendem Grund benutze ich das. Und zwar, wir wollen unseren Reis ja nicht matschig haben nachher. Mhm. Und deshalb benutzen wir ganz entspannt hier unser Hinterteil. Und rühren es damit halt eben entspannt um. Und dafür sorgen, also dabei sorgen wir ja eben dafür, dass wir unseren Reis noch entspannt knusprig haben und nicht matschig. Ich hab nichts Neues gelernt. Mach ich auch so. Das freut mich doch. Nun gut. Nun gut. Ich mach Ghana Jollof. Ghana. Ich mach sogar das nach mit dem grünen Teil da. Was? Eine grüne Soße. Achso, du meinst Spinat, aber es wäre nicht. Exactly. Aha, nochmal. Mach ich auch nach. Machst du nach, ja? Ich glaube, das ist Ghana Jollof von Lodi kocht es. Aha. Okay? Aber bist du mit besser taggen, ne? Also, oh, no problem. Du weißt. No problem, no problem. I'll do this. Kameramann, please come. Please come, please come. Please come, please come. Please come, please come, please come. Öffne das mal. Echt? Ja. Jetzt schon? Ja. Sagst du? Oder? Ist fertig, oder? Sagst du jetzt schon? Ah. Ah. Chef. Chief. Oder? Nana. Komm an, sieh. Komm an, sieh. Schauen wir uns das mal an. Komm an, sieh. Ist es nicht gut, ne? Ich hoffe, da ist enough Spice. Ich denke, es wird Zeit. Mach mein Breath nicht da rein. Nee, mach du mal dein Breath nicht rein. Ah, ja. Ich habe mich vorher gefragt, Digga, wieso riechst du so ein bisschen tief runter? Blessing? Mhm. Ich sag dir, wie es ist. Es ist fertig. Ist fertig, ja? Ja. Jetzt. Und wie gesagt, ist gut für die Person. Jetzt richten wir an. Blessing, die Stunde der Wahrheit. Meine Nägel sind eh rausgewachsen, ist eh egal. Es ist lecker. The Love, guck mal, ich muss sagen, ein Mann hat das gemacht. Ein Mann aus Ghana. Dankeschön. Ey, why are dear. Ich hab was gelernt in Ghana. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Also wenn du willst, du kannst es verkaufen. Wenn du willst, du kannst es heute liefern. Ist okay. Hallo. Wie? Das ist mein... Ich habe heute Morgen nichts gegessen. Also ich darf selber nicht probieren, ne? Mach mal deinen eigenen Teller. Selber. Ich, mach mal deinen eigenen Teller. Mach mal viel. Dankeschön. Ist mal. Das ist meins. Also. Guten Appetit. Blessing, mhm. Ich bedanke mich bei dir. Mhm. Wir bedanken uns bei euch. Mhm. Wir werden jetzt weiter essen. Mhm. Und du weißt, da drinnen ist was drinnen? Flavor! Ihr wisst Bescheid, euer Boy Lonely Lord. Schaltet demnächst wieder ein. Ist your Boy Lonely Koch. Peace. Y'all don't know how it is, y'all don't know how it is. Like, I ain't met to my dreams, yeah. But person we know me before, no say I know they too worry for myself, oh. Person we know me before, no say nah.